scheiß Fußspuren und die Olle habe ich jetzt auch nochmal ganz kurz gesehen. Was auch immer es war. Ist das random gewesen? Das hat gar nichts damit zu tun, ne? Das war random. Dann läuft die ja einfach rum. Was für... Nein, scheiße, ich bin hier hochgegangen, da hat er was von Fußspuren gesagt. Ey, war da ein Schlüssel auf dem Boden? Jetzt muss ich da nochmal hin. Das ist unglaublich. Verdammt, ey. Ich mach mir gerade echt in die Hose. Weißt du was? Mein Monitor ist dreckig, ne? Das ist ein so ein blöder Fleck. Oh, das war, glaube ich, die Kamera. Das ist ein so ein blöder Fleck und der ist so weiß und... Also, das ist halt so ein... Wieder, weil ich Suppe gegessen habe, aber keine Ahnung. Und der... Ah, Mann, jetzt sehe ich hier lauter Flecken auf dem Bildschirm. So. Ich weiß nicht woher. Ich bin jetzt völlig verwirrt. Ich habe irgendeine verdammte Person da hinten entlanglaufen gesehen. Wenn das diese blöde Vogelscheuche war, ne? Ich war hier schon und habe gesehen, dass man die Tür nicht aufmachen kann, Mann. Ich finde kein blödes Jagdzimmer und ich bin echt sauer, weil ich Angst habe gerade. Ich würde das Spiel einfach nicht mehr spielen. Weil ich jetzt die ganze Zeit weiß, dass hier irgendwas herläuft. Ey, Leute! Ich bin raus. Okay, er war's nicht, er war's nicht. Er steht noch unschuldig da. Oh, ich will nicht. Ich finde das blöde Jagdzimmer nicht. Ich kann keine Pause machen. Und das nervt mich noch mehr. Wie soll irgendwas... Wo ist denn das blöde Jagdzimmer? Warum beschwere ich mich immer, wenn ich Angst habe? Was du das? Was du das? Kannst du mir nicht helfen? Ist überhaupt irgendjemand mein Freund? Was ist überhaupt mit Linda hier los? Echt? Warum bin ich überhaupt hier? Warum ist diese Spielfigur überhaupt hier? Warum muss ich jetzt wieder nach oben? Mann, ich will nicht wieder nach oben. Und ich renne die ganze Zeit und ich weiß einfach, ich sollte es nicht tun, aber ich tue es trotzdem. Mann. Die Sache ist halt, wie soll ich das jetzt noch lustig spielen? Ich habe da jetzt gerade echt ein Problem mit und jetzt habe ich auch einen großen Fehler gerade gemacht. War das hier? Hä? Guck mal, ich weiß schon, jetzt ist völlig vorbei. Achtung, jetzt ist völlig vorbei. Man sieht, jetzt habe ich die Orientierung auch noch völlig verloren. Scheiben. So, wo kam ich denn jetzt her? Hierher? Komm ich jetzt zurück? Gut. Vorne geradeaus. Verdammt, wie kam ich denn daher? Ich. Bitte nicht schimpfen. Ich muss das Licht anmachen. Das ist ganz wichtig. Für die Qualität des Let's Plays natürlich muss ich das Licht anmachen. Wow. Ich habe tatsächlich jetzt die Orientierung von. Nein, habe ich nicht. Verdammt. Scheiße. Keine Fußspuren. Das Blöde ist, ich muss jetzt einmal kurz hier stehen bleiben und gucken, ob er irgendetwas sagt. Dass die Olle, die Fußspuren, das Jagdzimmer.
ist halt in die Richtung gelaufen, aber da ist ja nichts. Wie kann sie nur in die Richtung laufen? Man sieht doch da gar nichts. Ist sie vielleicht aus dem Raum da gekommen? Der nicht aufgeht. Steht sie hier unten irgendwo? Ich traue dem Spiel gerade alles zu irgendwie auch. Meint ihr echt, ist hier irgendwie, dass das hier mit irgendwie was zu tun hätte? Dich bringt eigentlich auch nicht wirklich viel. Also hier sind keine Schlüssel und in die anderen Türen kann ich nicht rein. Ich bleib mal ganz kurz einmal hier stehen. Echt nochmal. Ich brauche einen Hinweis. Darf ich mal kurz von der Dusche weggucken? Okay. Klo ist mir auf jeden Fall lieber als die Dusche. Ich kann mich gerade auch nicht wirklich auf die Musik konzentrieren und also Jagdzimmer, Fußspuren, die hatten wir, als wir die Treppe hochkamen. Und alle müssen irgendwo hinführen. Ja, die führen hier vorne dann hin, aber... Aber hier vorne ist doch nicht. Sie, er, sie, es ist ja auch nicht hier vorne. Fußspuren. Also, laut Logik müsste doch hier irgendwo etwas sein. Ah, Oma, zum Glück ist noch da. Aber hier ist nichts. Batterien sehen schlecht aus, Streichhölzer sehen schlecht aus. Hier sowieso mal lustig ist. Ein neuer Tag wäre ganz cool, so, wenn ich hier einen Zettel finden würde und ich habe das Jagdzimmer immer noch nicht gefunden. Das verfluchte Jagdzimmer. Wo soll denn hier ein Jagdzimmer sein? Soll ich mal ganz am Anfang gehen und dann nochmal alle Zimmer irgendwie durchsuchen? Nein, nein, nein. Oh, jetzt habe ich es getan. Angstbalken ist noch in Ordnung. Mein Herz ist gerade aber echt nicht in Ordnung. Krieg dich ein. Krieg dich ein, es ist nur ein Spiel. Es ist nur ein verdammtes Spiel. Ich warne dich gut. Oh, Kollege. Ich bin so froh, dass du da sitzt. Das glaubst du gar nicht. Der Clown ist doch mein Freund, oder? Ist er doch, ne? Das ist echt 30 Tage. Was ist das? Dass es echt 30 Tage geht. Dass man echt... Ich spiele das Spiel ja jetzt schon einige Zeit. Das ist doch hundertprozentig das Prinzip für den ganzen Spiel, dass man nach und nach... Ich muss leider echt sagen, Hut ab, ne? Das habt ihr schon ganz geschickt gemacht. Zimmer mit dem Piano, ne? So, nicht das Jagdzimmer. Gehe ich nochmal nach oben? Oh, ich bin so fertig, glaubt ihr gar nicht.
fiel das hier nicht einfach drauf zu. Sie machen mich töten. War das jetzt echt, ich weiß nicht, war das jetzt eine Frau oder war das diese Vogelscheuche? Es geht ja hier gerade um die Vogelscheuche, aber die steht ja draußen. Sonst wäre die wieder Clown halt nicht draußen. Ich stand vor einem Fenster. Ich stelle mich nicht vor irgendein Fenster jetzt, Mann. Entschuldigung für das Mann. Entschuldigung, dass es jetzt so lange dauert und dass ich dieses blöde Jagdzimmer nicht finde. Ich wollte mich wieder da hinlegen und einfach aufwachen wieder. Jetzt kommen wir wieder hier nach da oben hin. Da, hier ist ein riesen Jagdzimmer. Es ist riesengroß und es jagt mir Angst ein. Bist du hier ein Jagdzimmer? Nein. Warum nicht? Kein Jagdzimmer. Boah, ich muss das gleich, glaube ich, echt mal googeln. Weil ich hier einfach nicht sehe. Es halt meine Nerven nicht aus, jetzt so lange rumzulaufen. Hier ist kein verdammtes Jagdzimmer. Ist echt dunkel hier, ja. Ich kann ja einfach mal ein bisschen erzählen. Von... Ich weiß nicht wovon. Von meinem Herzproblem, die ich gerade habe, vielleicht. Ich versuche mir das auch alles irgendwie logisch zu erklären gerade. Also hier hatten wir ja gerade schon so eine kleine Reaktion, ne? Aber hier sind ja auch keine Fußspuren. Aber wie gesagt, das ist ja auch das China-Zimmer. Mit einer Ente da noch. Mit einem Entenkorb. Sehen, wo wir theoretisch hin müssten. Hier oben waren wir ja auch schon. Hängt da ein Bild da oben hin, ey. Hier waren wir auch schon. Das ist das Badezimmer. Das Periodenbadezimmer. Das einfach mal so eine Spontanblutung hatte. Ich erinnere mich noch an die Leute, die sagen... Ist mir gar nicht so gruselig. Ich bin ja von der King, Mann. Ich kann mir das in einen, da. Ich zück mich einmal zusammen. Ja. Ich würde ja sagen, was sagt ihr jetzt? Aber die würden bei ihrer Meinung auf jeden Fall bleiben. Es gibt sicherlich auch Leute, die das nicht gruselig finden und die da kein Problem mit haben. Aber die zucken hundertprozentig auch ein- oder zweimal zusammen. Also könnt ihr mir nicht erzählen. Grub. So. Nochmal. Ja, hier sind Fische, die können wir auch jagen, oder? Geil. Streichhölzer würde ich aber auch nochmal sehr begrüßen. Irgendwas mit diesem Raum. Das ist der Fernsehraum und da ist nichts. Boah, es ist gerade einfach so scheibenkleisterisch fies, ne? Dieses Spiel einfach nur, dieses Spiel. Junge, kannst du nicht wieder irgendetwas sagen? Du hast ja gerade echt die ganze Zeit das Maul aufgerissen. Kannst du jetzt gerne auch nochmal machen, damit ich auch weiß, was ich tun muss. Und ich merke doch an der Musik, dass hier irgendwas ist.
Muss ich wahrscheinlich wieder hier hin? Im Ton meine ich, merke ich das. Du willst zum Verrecken. Du willst, dass ich nach oben gehe, ne? Du lässt nicht locker. So, ich bin oben. Sag mir jetzt, was ich tun muss. Entschuldigung, jetzt habe ich ins Mikrofon gepustet, ich Pappnase. Da war gerade so ein... flog gerade irgendwas rum. Ich hatte ja eigentlich jetzt noch nicht so große Probleme hier im Spiel. Wäre jetzt wirklich das erste Mal. Der Ton. War das hier das Jagdzimmer? Nee, das war ein Vorratsschrank. Hier jagt jemand Obst. Kann man ja auch jagen. Boah, ein Apfel! Da wären wir wieder, ne? Da wären wir wieder. Ich will nicht. Diese blöden Uhren. Was zur Hölle habe ich übersehen? Was habe ich übersehen? Ich mag Türen, die sich nicht öffnen lassen. In solchen Spielen. Nur, dass man hier ja jede Tür öffnen kann nach einer Zeit. Hier war auch, hier war da nichts. Da können wir wieder runter. Mensch, ja, was bringt es mir denn jetzt, wenn ich nach oben gehe? Warte. Ich muss echt so pinkeln. Ich muss ja hier eigentlich eine Pause machen, sonst endet das hier gleich in einer unschönen Sache. Wie schön, dass meine Kerze noch Party hat. Hat was geblinkt? Boden, Boden, Boden. Ist nichts am verdammten Boden. Okay, es ist soweit. Das erste Mal in Palmview Drive mache ich eine kurze Pause und schau mal, was ich tun muss. Ich werde mich nicht allzu sehr spoilern. Ihr wisst, dass ich in solchen Sachen immer sehr ehrlich bin. Ich muss aber mal ganz dringend auf Toilette, weil sonst passiert hier gleich was ganz Böses. Und ich sage einfach mal, bis gleich.